herzlich willkommen zum dritten Teil bei Gold Rush The Game. Heute wollen wir doch mal schauen, ich habe ja in der Nacht ein bisschen was gemacht. Wir haben es ja jetzt 8.27 Uhr morgens, Tag 2. Und wir hatten ja vorher knapp 300 Unzen, ich habe uns jetzt 60 Unzen beschert. Wie man hier sieht, habe ich auch schon fleißig wieder gebuddelt, damit wir ein bisschen was zusammenkriegen. Hier sind überall so ein paar Löcher schon drin. Sehr ergiebig war es nicht, wie man sieht. Man hat immer so 0,02 oder 0,02 Unzen rausgeholt pro Eimer. Nee, Quatsch, warte mal, pro Eimer. 0,6 Unzen pro Eimer ungefähr, also es ist nicht viel. Die Großmaschinen bringen natürlich mehr. Und wir werden jetzt mal zum Schmied fahren, um uns dort ein wenig Kohle zu besorgen. Denn ohne Moos nichts los. Wenn wir in meiner letzten Folge angefangen zu schürfen und werden jetzt uns mal ein wenig Material zugeben. Ich hatte ja erzählt, dass wir Druckpad holen. Es gibt ja zwei Varianten von Druckpad. Sprich von der Maschine, viele Maschine. Und der übrigens sogar mit der, wie es auch in Deutschland geschürft wird, zum Beispiel an Rhein. Gibt es einige Ecken, wo geschürft wird. Ob das jetzt legal oder illegal ist, weiß man nicht. Aber es wurden dort auch schon Kunden gefunden. Ist ja immer noch die Geschichten aus der Eiszeit. Das ist die Frage, was man mit Schneeschmelze diverse Eruptionen oder Steinsverlagerungen. Überwiegend hat sich jemand gesperrt, dass er von einem Haus ist. Man kann ihn lernen. Wird natürlich immer mehr gefunden und der Goldrausch hält man in Deutschland. Man sieht es ja auch nochmal so in der Infoleiste, wenn das Spiel geht. Und man nützliche Informationen über das Thema Goldsuche insgesamt, wo dann auch drin steht, dass auch sehr, sehr viele Reserven da sind und auch in einigen in der Welt noch Unmengen an Gold erwartet werden, die man schürfen kann oder könnte. Und wie es natürlich so üblich ist, ich hatte jetzt nach Nacht geschürft, der Tag war vorbei, da hat sich dann natürlich wohl Arnold, der Claimbesitzer, sich dann an der abgeholt, war ich dann gleich wieder runter auf knapp 100 Unzen, was mich ein wenig verärgert hat. So, jetzt sind wir beim Schmied. Hier sehen wir es ja, Handwerk. Bei Handwerk können wir das Gold im Barren einschmelzen. Wir können ja mal schauen. Wir haben 0,9 Unzen. Also es wären Barren von 0,9 Unzen. Verlust hätten wir 0,08 Unzen. Das heißt, es wären ungefähr 1,5 Eimer, die wir verlieren würden. Kostet uns 9 Dollar. Würde also nicht viel bringen. Werden wir demzufolge unser Erz einfach verkaufen. Der Preis für eine Unze liegt bei 1200, also wir müssten so an die 900 Dollar pro Unze kommen. So, jetzt noch mal gucken. Warum machst du das jetzt nicht? Wir wollen Golderz verkaufen. Wir haben doch aber Gold. Also starten wir noch mal den Verkauf. Hier noch Erz verkaufen. Und wir können nicht verkaufen. Warum? Weil wir noch keine Unze zusammen haben. Das ist natürlich jetzt mehr als ärgerlich. Jetzt könnten wir natürlich einen Goldbarren einschmelzen, verlieren wir aber an Geld. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Also werde ich nochmal schürfen und melde mich, wenn wir denn unsere Unze zusammen haben. Was mich persönlich jetzt ein wenig ärgert, da ich eigentlich gehofft hatte, dass wir unter einer Unze auch schon was verkaufen können. Also melde ich mich wieder, sobald wir mehr als eine Unze Gold zusammen haben. Bis gleich. So, wie versprochen, wir nähern uns jetzt der 1000 Unzen Marke. Der 1000 Unzen, schön wär's. Der einen Unzen Marke. Und dann werden wir mal jetzt noch die letzte Runde. Was mir aufgefallen ist persönlich, was mich auch sehr ärgert ist, wo ich es getestet habe, hast du pro Waschgang so 2 bis 3 kleine Nuggets gefunden oder eben Flakes, wie auch immer. Das wurde alles ein bisschen geändert, wurden ja jetzt inzwischen schon einige Updates gemacht, wo du denn automatisch schon weniger bekommst und eben die Ausbeute demzufolge äußerst gering ist. So, wir sind jetzt bei 0,9 Unzen. Und wenn ich jetzt nochmal einen Waschgang mache,
wird man sehen, das Wasser färbt sich zwar wieder braun, aber es springt eben kein Nugget mehr bei raus. Das war am Anfang anders, da hast du dann pro Waschgang hast du so 2 bis 3 Mal die Schale gewaschen und hast dann trotzdem immer noch Unzen oder Nuggets rausgeholt. Das bleibt jetzt leider aus. Wir machen jetzt natürlich noch den Eimer leer und werden uns dann natürlich dem Schmelzen und dem Kauf der neuen Maschinchen widmen. Oder besser gesagt der Hilfe, muss man ja so nennen, Hilfe. Maschine, das ist ja noch nicht, das ist ja alles noch Handarbeit. Und dann werden wir ein wenig mehr Gold schürfen, denke ich mal. Da bin ich dann mal recht zuversichtlich, weil dann werden wir auch sicherlich ein paar uns mehr zusammenkriegen und natürlich auch schneller zu Kohle oder zu Gold kommen. So, dann nehmen wir die noch mit. Wir haben jetzt 1000 oder eine Unze, besser gesagt. Ich weiß gar nicht, was die kleinere Einheit von Unze ist. Ich mache jetzt noch den Eimer fix voll, leer, meine ich. Und dann schauen wir weiter, dass wir das denn beim Schmied eingeschmolzen kriegen oder besser gesagt das Erz erstmal verkauft kriegen, bevor wir anfangen, irgendwann Gold zu schmelzen. Wir machen einen ganz kurzen Break. So, da sind wir. Wir haben unsere 1000 Unzen, wollte ich schon sagen. Mein Gott. Unsere eine Unze zusammen. Werden die jetzt zu barem Geld machen. So, schmelzen können wir nicht. Warum eigentlich nicht? Das finde ich jetzt ein bisschen sehr eigenartig. Na, ist egal. Also wir haben jetzt, wie gesagt, schauen wir einfach mal nach. Schmelzpreis, eine Unze, $12. Ist ein stolzer Preis. Die Schmelzdauer für eine Unze, 2 Stunden 30. Das heißt, wir verlieren ein wenig Geld. Werden aber einschmelzen und werden uns unseren ersten Goldbarren holen, denn wir brauchen Knete. So, gehen wir auf Handwerk, schmelzen wir die Unze ein. Wir verlieren 0,09 Unzen, kostet uns $11. Wir schmelzen und siehe da, yippie, ja, je, Schweinebacke, wir haben 0,9 Unzen Gold. Das könnten wir jetzt im Prinzip gleich verkaufen. Wir legen das jetzt mal hier hinten rein. So, gehen jetzt rauf und gehen auf, nein, da gehen wir nicht hin. Wir fahren jetzt zur Bank und machen das zu barem Geld. Denn die Goldbarren, die wir haben, die können wir entweder nur beim Schmied, beim Tablet, übers Tablet verkaufen. Das haben wir auch schon freigeschaltet, oder das ist ja freigeschaltet. Oder jetzt, da wir ja in der Stadt sind und in die Richtung gehen müssen, können wir natürlich das bei der Bank veräußern. Also fahren wir jetzt zur Bank. Ja. Aus vom Land. Macht man so die Aufstände, dann fahren wir auch scheiße nach Amerika. So, wir waren ja schon bei der Bank, hatten uns ja nah. Beule. So, wir waren ja schon bei der Bank und hatten uns ja da schon den Claim gesichert und können hier jetzt natürlich bei Goldbarren verkaufen. Können wir mal gucken, wir kriegen 1170 Euro Dollar für unsere Unze. Die verkaufen wir. Denn damit haben wir jetzt ein bisschen Geld und können jetzt ein wenig shoppen gehen. Die Damen unter uns werden sich freuen. Aber leider Gottes auch die Männer spielen. Und zwar die Open. Nein, Motor wieder an. Handbremse gelöst. So, da kein Schaf mehr hier ist, kann man die noch eine Kreuzung werden. Wenn du die machen, passt ganz gut. Denn beim Fliegen existieren nicht. Wir machen so, wie wir das wollen. So, dann gehen wir jetzt mal fix rein und werden mal die Beschrubten jetzt shoppen gehen. So, einmal hatten wir, habe ich gesagt. Dann werden wir mal gucken, was kostet die 6000. Gut. Unser Magnetitabscheider, der ist auch ganz gut dabei. Gut, dann holen wir uns jetzt erstmal hier die Hookpen. Bin überlegen, holen wir die oder holen wir die? Wir holen erstmal die. Nehmen wir eine. Hinzufügen, haben wir sie im Warenkorb. So, dann nehmen wir die Hookpen-Waschrinne. Dann nehmen wir auch eine. Hinzufügen. Die nehmen wir auch natürlich mit, die Verlängerung. Und brauchen demzufolge 1, 2, 3, 4 Matten. Logischerweise, clever sind sie ja, haben die Matten natürlich schon gleich alle da breitgelegt. 2, 3, 4. Nehmen wir uns die 4 auch noch mit. Hinzufügen. Und jetzt geht es ans Bezahlen. So, $300 müssen wir bezahlen. Das können wir annehmen. Und Bestellung abgeschlossen.
unsere Materialien liegen jetzt da draußen. Und da ist es. Die werden wir jetzt fix einladen und dann werden wir uns auf zum Claim machen, um unser Spielzeug aufzubauen. So, natürlich ist das nicht schwer, das war klar. Also schön einparken. Ach, ein Tier. Und plumps, oder so. So, dann nehmen wir die noch mit. Nummer 2. Ach, du bist ja hier so viel. Mein Gott. Arbeitsunfälle vorprogrammiert. Wo müssen wir denn hin? So, das sieht ganz gut aus. Nee, das fällt nicht. Schieben wir die Kugel auf zu? Ja, passt. So, dann werden wir den Einfülltrichter, den Tiger einpacken. Oder was soll das für ein Tier sein? Ach, ein Hund. Alles klar. Und natürlich unsere vier Matten. Er nimmt natürlich immer nur eine Matte. Wir wollen uns ja nicht überarbeiten. Also bleibt es dabei. So, und hopp. Übrigens habe ich festgestellt, pro Eimer können wir vier Matten leeren. Dann ist der Eimer voll mit Schürfgut. Und dann kann man es waschen. Wie gesagt, wenn wir die den Rütteltisch haben, die automatische Waschmaschine sozusagen, dann macht sich die Sache noch ein bisschen einfacher, weil dann wird das automatisch gemacht. So müssen wir das jetzt natürlich alles per Hand machen. Ich düse jetzt erstmal fix zu unserem Claim, um ein bisschen Zeit zu sparen fürs Video, sehen wir uns gleich bei der Waschrinne. So, da sind wir wieder. Getreu Jean Pütz, ich habe da schon mal was vorbereitet. Habe ich natürlich meine Materialien alle schon hergeschleppt und wir werden jetzt erstmal hier unsere Waschrinne aufbauen. So, also Bauteil 1, was natürlich sehr schön ist, man sieht hier, ist vorperforiert, habe ich dann gesagt. Auflegen, einsetzen, fertig, passt. So, jetzt kommt dann das obere Teil, wo dann natürlich auch unser Eimer oder hier unser Rüttelsieb oder unser Sieb reinkommt. Das setzen wir auch auf und schon ist die Waschrinne fast fertig. Was fehlt? Natürlich die Matten. Dann werden wir die Matten jetzt auch mal mit einlegen. 1, 2. Na komm schon her hier. 3. Und Nummer 4. Na, bist du nicht willig, so brauche ich dich nicht. So, Waschrinne ist fertig, funktioniert, sieht gut aus. Was machen wir? Wir werden uns jetzt noch einen Eimer mit Wasser holen, denn wie sollen wir denn sonst auch die Rinne ausspülen ohne Wasser? Clever ist natürlich, Eimer kippt um, ist aber nicht leer, weil das Wasser ist in Gelatineform. Kippen wir es aus, wird's gut. So, jetzt sehen wir es hier ganz gut. Die vier Matten sind 0% gefüllt. Und das Eimerchen mit dem Wasser ganz links ist unsere Rinne. Oder wir haben da einen Einfülltrichter, den werden wir jetzt füllen. Und da werden wir jetzt erstmal unser Material einsammeln. So, Schippe und ab geht da der Peter. So, dreimal geschippt, wieder voll. 1, 2 und einmal. So, nehmen wir uns den Eimer. Nein, Taschenlampe weg. Schippe weg. Was haben wir? Einmal nehmen. So. Was machen wir damit? Logisch, wir kippen jetzt hier den Trichter. Und zack. Was sagt er? 33%, also werden wir noch mehr schippen. So, wir Schippe genommen. Und wir werden mal in die Kugel weiter reingehen. In der Hoffnung vielleicht noch ein bisschen mehr Gold dazu finden. Zack. Hopp, rein damit. Voll lästig, ey. Mach nur 3 Schippen rein. So, Schippe weg. Einmal genommen. Eingekippt. Nicht fallen lassen. Reinkippen. Jetzt sind wir nach Adam Riesling 66% haben. Perfekt. Wie gesagt, da. Ja, einmal kippt um. Es kommt ein technisches Phänomen. Einmal liegt. Nein, ist nicht dein Ernst. Wo willst du denn hin? Egal, wir schütten den Eimer trotzdem voll. Das geht. Wunderbar. Zack. Und noch ein Eimerchen und den Mauser. Wir haben fertig. Das gucken wir mal. So, steht der Eimer da. Rein in die Grube.
buddelt. Wir können natürlich auch, fällt mir das gerade mal so spontan ein, garantiert den Kübel ohne Eimer voll machen, indem wir es gleich reinschütten, so wie es ist. Werden wir gleich mal probieren. Bei 99% lassen wir es. Also kommen wir jetzt zum interessanten Teil. Wir kippen jetzt Wasser auf. Und siehe da, es sprudelt nur so raus. Man sieht es gleich runter, das war früher übrigens auch nicht. Okay. Früher hat ein Eimer gereicht. Na gut. Dann kommt jetzt der nächste Eimer. Zack. So, rein mit dir. Da macht sich natürlich die Wasserpumpe sehr bezahlt, denn mit der Wasserpumpe sind wir doch besser beraten. Da brauchst du nicht ewig losrennen und spülen. So, haben wir fertig, 9%, also das kann echt noch eine Nummer werden. Wir machen das jetzt ganz einfach. Wir schütten das so, sogar das funktioniert. Und wir gehen nicht schneller. Die waren nicht voll. Dann können wir die ganz schön leer machen und dann die Matten reinigen, um zu schauen, was wir schönes drin haben. So, wie viel haben wir jetzt? Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Weil ich jetzt einmal rum bin, dass es nicht voll ist. Genau. Du Glücklicher, du hast einen Riesennugget gefunden. Na, ist doch perfekt. Du wirst nie wieder so einen finden. Ha! Natürlich behalten wir den. Ja, na, doof, wenn ich. Wir haben 0,6 Unzen. Ein Nugget mit 0,6 Unzen. Und das ist natürlich mal ein Highlight. Und voll. Sehr schön. Dann werden wir uns jetzt den Wassereimer schnappen. Und natürlich wieder alles leeren. Dann machen wir einfach erstmal das Team aus, weil wir sind ja dann schon fast mit unserer Folge durch, weil wir sogar schon überschritten haben die Zeit. Ist jetzt aber auch egal, weil wir wollen sehen, was die Rinne uns Schönes dann bietet. So, 38% haben wir noch drin, 25%, das passt. Und nochmal, müsste jetzt eigentlich gut sein. Ist auch perfekt. So, 18%. Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Break, ich mache die Schaufel voll, mache die 100% für die Matten und dann schauen wir uns mal an, was wir an Gold herausholen. Also bis gleich. So, wie wir sehen können, habe ich schon 8,9 Unzen. Nicht, weil wir schon ein Cleanup gemacht haben, sondern weil das Nuggets sind, die ich gefunden habe. Und bei jedem Schaufelvorgang habe ich was gefunden. Das lag so zwischen 0,8, war ja nicht viel. Zwischen 0,8 Unzen und das höchste war eben 1,3 Unzen. Mal schauen, ob wir das jetzt in der Chip-Aktion nochmal einmal bieten können. Ich glaube, wir jetzt auch ein Nugget noch finden. Weil das ist eben der Vorteil, wenn du hier schippst, hast du auch mal einen größeren Nugget bei, der halt sich auftaucht. Aber das sieht diesmal nicht so aus, dass wir noch einen finden werden. Oder doch, da haben wir 1,07 Unzen. Wir haben ja schon 10 Unzen zusammen, alleine nur durch das Finden von Nuggets beim Schippen. So, jetzt werden wir mal gucken. Wir sind jetzt bei 98,900. Perfekt. Also, dann machen wir uns jetzt den Eimer hier voll Wasser. Und werden mal fix die Rinnen auswaschen. Also, zack. Dann rein, dann wird die einmal ausgespült. Und dann sehen wir hier, die ist da hinten, ist die 4 schon auf 0 runter. Denn bei die, man sieht, das Wasser färbt sich jetzt auch. Weil die Matten natürlich gereinigt werden und das goldhaltige Material sich da drin findet. Wie kommt das Material eigentlich in die Rinde rein? Ganz einfach, das Gold ist wesentlich schwerer als der Sand und wird natürlich beim Spülen rausgespült aus dem Sandelement sozusagen und verfängt sich in den Riffeln der Matten. Oder in den Flusen der Matten, nennen wir es mal so. Und da ist es dann natürlich immer wichtig, so dieses Gefüge zwischen Wasser und der Neigung der Rinne zu haben. Weil hast du eine zu große Rinne, wird das Gold natürlich einfach durchgespült. Hast du zu wenig, bleibt zu wenig liegen am Gold. So, jetzt gucken wir mal,
wir hier mehr als, oh ja, da sieht man es auch schon, wir haben auf jeden Fall mehr Goldstücke drin. Wir werden mal anfangen auszusortieren. Interessant wird es natürlich dann, wenn er die Pinzette nimmt. Weil dann haben wir große, da ist zum Beispiel sicher ein ganz relativ großes Goldstück drin. Das werden wir uns mal jetzt hier rausfischen. Nimmt das mit der Pinzette, ist es perfekt. Sehr schön. So, dann nehmen wir den nächsten. Auch ein schöner großer. Dann werden wir mal die Pfanne wieder ein bisschen bewegen. Dass wir wieder besser rankommen an die Kleinen auch. Denn die Kleinen nimmt er sich, wie gesagt, mit der Saugflasche raus. Vermutlich wird das ein großer sein. So, wir kommen auf die 1,2 Unzen zu. Was natürlich ein wenig spaßig ist, da man ja doch recht viel hier suchen muss. Gut, dann packen wir die mal weg. Ich habe festgestellt, wenn die im Wasser drin sind, kann man die besser rausholen. Wir schütteln nochmal. Oh, ich werde ja wahnsinnig. Guckt euch das an. Das nenne ich doch mal eine fette Ausbeute. Da können wir jetzt erstmal fleißig sammeln. Und Schlürf. Und den nächsten. Zack. Und noch einer. Und noch einer. Mein Gott, das ist ja eine Ausbeute, die ist ja schon beängstigend. Also so macht Goldschürfen Spaß, wenn man dann wirklich in einem Waschgang dann so viel Unzen rausholen kann. Und jetzt kann man sich mal überlegen, wie viel Unzen wir da zusammenkriegen, wenn wir denn uns den Waschtisch, ich glaube, wir werden uns den Waschtisch und den Generator als erstes leisten. Der macht die Suche natürlich oder die Reinigung dann um einiges einfacher, als wenn wir uns jetzt hier stundenlang, mal übertrieben gesagt, mit der Saugflasche und der Pinzette im wabernden Wasser denn uns da den Weg bahnen müssen. Und gar nicht so einfach zu treffen. So. Wir sind jetzt bei 10,7 Unzen. Wir werden jetzt nochmal leeren. Und nochmal reinigen. Mal gucken, ob noch was zu Tage gefördert wird. Oder ob wir jetzt alles haben. Jo. So, die erste Pfanne war mehr als ergiebig. Das heißt, die nächste Pfanne wird auch sehr interessant werden. Da bin ich von überzeugt. Dann gehen wir mal runter. Schon allein das Reinhalten des Wasser hat schon was zutage gefördert. So, und da sieht man die Unzen, oder wie gesagt, die Goldnuggets, das wird, oh, es wird ja immer mehr. Also der Boden hier, dieser Prüfboden, den wir haben, der ist mehr als ergiebig, wie wir hier sehen können. Wir werden mal noch weitermachen. Ich habe mir das immer zur Regel gemacht, sobald das Wasser sauber ist, hast du natürlich alles abgegrast. Denn das ist hier echt phänomenal viel, was wir haben. Mehr als wenn wir nur mit der Schippe so ein bisschen was zusammensammeln. Und weil eben die Masse auch um einiges größer ist, die wir rausholen. Also das sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Das werden wir noch alles hier fix abgrasen. Ist natürlich eine mühselige Puzzlearbeit, aber was tut man nicht alles fürs liebe Gold. So, dann werden wir das den noch holen. Und da ist natürlich auch sehr wichtig, wenn man jetzt dann mit solchen Massen an Gold oder an Nuggets sich beschäftigt, dass man die Pfanne nicht wie ein Wilder rumschüttelt, sodass natürlich alles goldhaltige Material gleich wieder verschwindet, weil das wäre dann natürlich mehr als ärgerlich. Also holen wir uns jetzt erstmal das, was leicht rausgeht. Wie wir sehen können, wir sind schon bei 11 Unzen. Das ist natürlich eine Ausbeute, die sich echt sehen lassen kann. Wo es dann auch Spaß macht, Gold zu schürfen, wo man auch weiß, da steckt der Erfolg im Boden. Und natürlich, wenn wir dann auf unserem großen Claim anfangen zu schürfen, wir werden zusehen, dass wir zügig die Kohle zusammenkriegen, damit wir den Claim denn unseren Claim nennen können und wir natürlich nicht an den Old Arnold so viel abdrücken müssen, denn der will ja schließlich prozentual seinen Anteil haben. Und das fetzt natürlich überhaupt nicht, wenn man denn mit dem teilen muss. Denn je mehr wir finden, je mehr müssen wir an dem guten Old Arnold abdrücken. Und das ist nicht in unserem Sinne. Denn wir wollen Kohle verdienen. Er zwar auch, aber er braucht nicht so viel wie wir. Denn wir wollen natürlich unsere Airline wieder kaufen.
So, das haben wir. Dann werden wir jetzt den mal noch mal einmal durchschütteln. Ob wir auch nichts übersehen haben. Nö, ist nichts bei. Dann werden wir jetzt die letzte Fuge aus dem Eimer holen und dann ist auch mit der Folge Feierabend. Denn müssen wir uns erstmal nach der Aktion erschöpft zurücksetzen, denn es ist ja schon 20 Uhr. Werden uns ans Lagerfeuer setzen, uns was brutzeln, vermutlich eine Büchsensuppe, da wir ja nichts weiter da haben. Denn jagen ist hier nicht, zumindest bis jetzt nicht. Ich weiß nicht, vielleicht wird das ja nochmal nachgefügt, dass man sich denn hier auch noch vor wilden Bären schützen muss. So, wenn ich das schon wieder sehe, dann kriege ich schon wieder Tränen in den Augen. Das ist ein Träumchen. So viele Unzen oder so viele Goldnuggets ist natürlich perfekt für unser Vorhaben. So, das werden wir jetzt auch so lassen und werden jetzt hier hinten erstmal fleißig schöpfen, rausholen, was geht und uns unseren Anteil hier sichern. So, dann nehmen wir uns den noch mit raus. Da ist noch was drin. Und dann können wir uns das natürlich zu Gold schmelzen lassen oder eben das Erz gleich verkaufen. Wir mal schauen, warum das vorhin nicht ging. Wahrscheinlich war es ihm noch nicht genug, denn mit knappe 12 Unzen, die wir dann nachher am Ende haben, sind wir sehr gut aufgestellt, würde ich mal sagen. Das kann sich dann auch sehen lassen. So, 11,8 haben wir. 11,9, also die 12 Unzen, die knacken wir und das ist natürlich dann für uns schon mal ein gutes Startkapital, womit wir sie jetzt auch vollzählig hätten. Das ist natürlich echt eine feine Sache mit 12 Unzen. Das ist für mich persönlich jetzt hier ein Rekord, denn so viel haben wir ja noch nie gehabt. Wenn ich mir das überlege, ich habe nach unserer Schiffaktion mit Mühe gerade mal so eine Unze zusammengekriegt. Und die eine Unze, die haben wir jetzt schon alleine zusammen gehabt. Weil wir haben schon allein fast 8 oder 9 Unzen gehabt. Nur durch das Einfüllen in den Trichter, weil eben da denn die Unzen zum Vorschein kamen. So 12,2 Unzen, das kann sich echt sehen lassen. Das ist nur wirklich eine sportliche Ausbeute, die mich auch persönlich sehr zufrieden macht. So, schauen wir mal noch, ob wir noch hier irgendwo was rausschütteln können. Haben wir nicht. Also schauen wir mal rein in den Eimer. Wo ist er denn? Da hinten. Ist er voll? Ist er leer? Nein, wir haben noch einmal was drin. Dann ist der Eimer wohl leer, genau. Und dann werden wir den jetzt auch noch mal leeren. So, schauen wir mal, was wir hier im Angebot haben. Eibrausüppchen. Checken wir mal aus. Oh, schön vorsichtig. Ja, die nächste Runde offenbart uns natürlich wieder reichlich Nuggets, wie wir hier sehen können. Nuggets und Flakes. Also kriegen wir hier noch, könnte ich mir durchaus vorstellen, so unsere 13 Unzen zusammen. Das ist echt, echt gut. Gefällt mir. Also ich muss sagen, man könnte echt Lust kriegen, selber auch mal auf Goldjagd zu gehen, sprich schürfen. Weil es doch eigentlich eine schöne Sache, aber du brauchst eben doch gutes Startkapital. Ansonsten hast du keine Chance, du musst ja die Materialien alle kaufen und so weiter und so fort. Ein Claim mieten oder eben du gehst irgendwo illegal schürfen, wo ist das Risiko, da erwischt zu werden, ist denn doch recht hoch. Ich wüsste auch gar nicht, wo man jetzt hier in Deutschland schürfen könnte, da muss man sich echt mal kundig machen. Aber auf alle Fälle weiß ich, dass am Rhein mit so einem Bayern zum Beispiel auch schon geschürft wurde und auch Gold gefunden wurde. Natürlich nicht in dem Maßen wie jetzt in Yukon, in Alaska oder sonst irgendwo in Australien. Da werden ja teilweise Unzen gesammelt, die liegen jenseits von Gut und Böse. Das ist denn, da geht es ja nicht mehr um ein paar tausend Dollar oder so, da geht es halt schon richtig in die Millionen rein. Und da ist dann ordentlich was zu holen. Aber muss natürlich auch dazu sagen, die Maschinen, das alles, die Wartung, Reparaturen, wer Goldrausch in Alaska kennt, weiß mit was für Probleme die da zu kämpfen haben. Und da sind ja mal wirklich auf die Schnelle, wenn dann so eine Waschrinne kaputt geht oder besser gesagt so ein Rüttler oder irgendwas, bist du da mal ganz, ganz fix bei mehreren Tausenden von Euro. Und die wollen erstmal geschürft sein. Und wenn du dann natürlich so Ausbeuten hast, nur mit 2 Unzen, dann ist das natürlich sehr deprimierend. Gab es ja da auch oft genug in den Folgen, dass im Prinzip das Angebot mega mau war. So, wir haben unsere Aktion geschafft. Wir haben insgesamt 13 Unzen jetzt mit einem Waschgang gemacht, mit einem Cleanout. Und der ist echt heftig. Also da geht die Luzi ab.
So, wir werden jetzt noch fix die Wanne, die Rinne leer machen, weil ich nicht weiß, wann wir speichern, ob der denn das alles schon drunter behält oder ob wir das schon wieder alles verlieren. Da werden wir dann einfach nochmal einen kurzen Clean-up machen. Es wird nicht viel sein, aber zumindest können wir dann sagen, wir haben nichts verschenkt. Und darauf kommt es am Ende an. So, einmal ist wieder voller Wasser. Die Rinne müsste leer sein. Die ist auch leer. Wir haben 6%. Jo, 6% lohnt sich. Können wir nochmal fix einmachen. Dann wird die Folge heute etwas länger. Das ist auch nicht dramatisch. Aber wir können sagen, wir haben echt einen guten Start hingelegt mit unserer neuen Cookpan, kleinen Waschrinne. Da können wir jetzt überlegen, ob wir dann die Waschrinne denn motorisieren oder ob wir uns einfach den Buddel zu holen mit dem Generator. Muss man jetzt sehen. Oh, das war jetzt natürlich nicht clever. Das ist sowas, ist dann natürlich auch gut. Aber alles gut gegangen. Das Ding ist leer. Wir werden jetzt mal fix den hier auswaschen. Und dann sind wir soweit auch durch. Ja, wie gesagt, schreibt einfach in die Kommentare rein, ob wir uns den automatischen Waschtisch holen, der uns das reinigt. Sparen wir uns natürlich eine Menge Zeit. Brauchen wir nicht jede Pfanne einzeln auswaschen. Oder ob wir sagen, wir holen uns den Aufsatz für die Wasserpumpe, so dass wir dann mehr oder weniger besser die Rinnen reinigen können oder eben das Gold spülen können, bevor es denn uns verloren geht. So, wie wir sehen, haben wir bloß einen kleinen Fleck geerntet. Also man merkt, du musst die Rinne wirklich voll machen. Alles andere ist vergebene Liebesmühe, wie man so schön sagt. Denn so gewinnst du keinen Nugget. Mein Gott. Man merkt, der gute Mann braucht Feierabend. So, zack. Kippen wir gleich aus, war ja nichts weiter drin. Nehmen wir noch schnell die nächsten. Ich vermute mal, wir werden jetzt pro Eimer nur noch einen Flake oder einen kleinen Nugget drin haben. Die Ausbeute ist ja nicht so groß jetzt, weil wir ja auch nicht die Rinne voll haben. 6% ist natürlich nicht viel. Da bleibt unterm Strich nicht viel an Nuggets in der Pfanne drin, wenn wir die reinigen. Wenn es gut ist, haben wir mal zwei drin, aber wie gesagt, durch das Update hat sich das auch so ein bisschen verändert und ist natürlich alles ein wenig komplizierter geworden. Man macht es einem nicht mehr so einfach, sagen wir es mal so. Was natürlich den Reiz des Games noch ein wenig mehr steigert, denn man ist ja dann gewillt, immer doch, was sag mal, bleibt es liegen, immer noch ein Stück weit besser zu werden. So, den nehmen wir uns noch mit. Dann schauen wir nochmal nach, ob jetzt die Pfanne noch was hergibt. Da wird ja auch gleich dunkel, gleich sehen wir nicht mehr so viel. Das ist leer, weil dann fahren wir dann in der nächsten Folge zum Kaufmannsladen, zum Baumarkt. Und ihr könnt ja in die Kommentare reinschreiben, was ihr gerne wollt. Sollen wir uns, wie gesagt, den Waschtisch holen, womit wir die Eimer dann schneller geleert kriegen und das Gold effizienter rausholen. Oder wollen wir uns beides gönnen, müssen wir mal gucken, was die Ausbeute sagt, was wir rauskriegen aus unserer Schöpferei hier. Müssen wir denn spontan entscheiden oder ihr entscheidet es, wie auch immer. Denn ihr sollt ja teilhaben am Spiel. So, die letzte Pfanne und dann ist Schicht im Sack. Dann haben wir ein gutes Tagwerk hingelegt, dann haben wir den ganzen Tag gearbeitet. Ich hatte schon die Nacht zuvor vorgearbeitet, um doch ein wenig effektiver was zu ernten. So, wie gesagt, es bleibt dabei, wir holen nur ein Nugget pro Schale, pro Einsatz hätte ich jetzt gesagt, raus. Ist nicht viel, besser als gar nichts. Wir haben insgesamt 13,1 Unze gesammelt. Das ist echt eine gute Leistung, da bin ich stolz drauf. Und wir werden auf jeden Fall noch mehr ins Angeln. So, Freunde, das war's jetzt für die Runde. Wir haben ordentlich was geschafft, 13,14 Unzen. Schreibt in die Kommentare, was wollt ihr das nächste machen? Sollen wir uns die
den Waschtisch leisten, um das Gold besser zu waschen, oder erstmal nur den Wasseranschluss oder eben beides. Schreibt es in die Kommentare rein, ich würde mich freuen, wünsche euch viel Spaß, bis dann, tschüss, bye bye, euer Igor.